Ja, nicht nur der weiße Spargel, sondern auch der grüne Spargel eignet sich wunderbar zu einem tollen Spargelgericht. Wir werden den gleich kurz in der Pfanne braten. Dazu gibt es ein bisschen Bündnerfleisch, Parmesan, Pinienkerne und Orangenfilets. Ein ganz leichtes Gericht, passend zu der Saison. Der Unterschied grüner zu weißer Spargel ist bei der Zubereitung der, dass bei dem grünen Spargel nur das untere Drittel kurz geschält wird. Einfach hier runterschälen. Enden kurz abknacken. Und schon ist es fertig. Den Spargel werden wir in der Pfanne etwas braten. Ein bisschen Butter in die Pfanne. Und den Spargel nun einfach längs in Stücke schneiden. So, die Köpfe ruhig ganz lassen hier oben. Und dann mit in die Pfanne geben. Ruhig ein bisschen schräg schneiden. Natürlich auch fürs Auge schön. Der Spargel sollte in der Pfanne nun roundabout 8 Minuten leicht braten. Wir geben noch ein bisschen Salz hinzu. Und was bei Spargel immer sehr gut ist, eine kleine Prise Zucker. Und nun machen wir die Orangenfilets. Dazu die Orangen am Ende abschneiden. Und ein bisschen bogenförmig hier die Schale runterschneiden. Zwischen der Haut die Segmente rausschneiden. Einschneiden, immer keilförmig. Und dann fällt das Orangenfilet auch schon von alleine heraus. So, Orangenfilets haben wir hier jetzt in der Schale. Ruhig den Saft nachher auch ein bisschen noch mit auspressen. Dann gebe ich die Pinienkerne hinzu. Frischen Basilikum. Den nur kurz runterschneiden, ruhig ein bisschen gröber lassen. Streuen wir auch noch mit rein. Und jetzt geben wir unseren Spargel, der hier gar gezogen ist, in die Schale mit dazu. Ganz gut ein bisschen miteinander verrühren. Geben wir noch unseren frischen Parmesan hinzu. Wenn wir Parmesan hinzugeben, brauchen wir eigentlich auch kein Salz mehr, weil der Parmesan hier genügend eigene Würze mitbringt. So, das Ganze noch kurz durchrühren. Und zum Schluss noch unser Bündnerfleisch. Das ist hier ein Schinken aus Rind, der kommt aus der Schweiz. Einfach so ein bisschen Stückchen runterschneiden. So, den Salat einfach hier auf dem Teller anrichten. Orangenfilets dazu. Sie können natürlich auch ein bisschen variieren. Statt dem Rinderschinken geht natürlich wunderbar auch gekochter Schinken oder zum Beispiel auch ein bisschen geräucherter Lachs. So, zum Schluss noch ein bisschen Parmesan drüber. Und ein paar Tropfen Olivenöl. Und so schnell, leicht und lecker kann der Spargelsalat sein. Viel Spaß beim Nachkochen.